Boah. Und da diese fette Spinne da rum. Die müssen wir auch noch hauen. Das ne, da kommt noch die nicht. Spinne. Dann das andere Level hier, diese Ariad gerade Dings, Bums. Gedöns. Und dann kommt ja Asmodan erst. Das waren wahrscheinlich ein paar mehr Folgen mit dem schlechten Mikrofon, wie es aussieht. Tut mir leid. Wenn ihr jetzt drei Tage noch mit dem schlechten Mikrofon aushalten müsst, auch mit hier. Aber ja, muss halt dann so sein. Es geht halt dann nicht anders, sorry. Ja, ich mache auf jeden Fall 18.000 Schaden. 20.000, wow. Ich werde mal ein Glück dabei. Ja, ich tue halt die... Ja, achso, da... Okay. Das tut uns nicht weh. Wow, 30.000 Damage. Was? Mit Mage mache ich ja 200.000, hab ich schon mal gesagt. So, jetzt kann ich auch gehen. Ich schaffe das. Und jetzt kann ich hier... Das Loot looten. Ein Verbündeter hat uns verlassen. So. Diener der Hölle. Das nehme ich auch. Schwächer. Kann ich mal hier kurz identifizieren. Identify. Boah, Diablo 1 war auch so geil. Noch nicht bereit. Habe ich glaube schon erzählt, aber... Ja, da musst du die ganzen Rollen kaufen. Dann... Ach, das war so... Es war zu nervig zu dem Zeitpunkt, aber auf der anderen Seite war es eigentlich schon das geilste Game, was ich bis dahin gezockt habe. Ich war noch nicht alt, habe ich ja schon mal gesagt. Aber trotzdem ein geiles Spiel auf jeden Fall. Komm jetzt, ich will hier weg. Hä? War auch schon wieder hier. Alles Mögliche. Ja komm, jetzt sterben. Ich will weiter. Ich denke, hier liegt jetzt ein Legendary, aber das ist noch so ein komischer Stab von diesem Vieh. Von diesem Mage hier, von diesem, die das Energieschild machen und alles. Aber so schnell täuscht man sich halt. Und hier ist der nächste Elite. Halala. Und da hauen wir einfach drauf, drauf, drauf. Drauf, drauf, drauf. Immer drauf, drauf, drauf. Ja, vor allem wieder hier alles pullen. Oder ich tue alles pullen, weil da alles überall hinrennt. Mein Gott. Wo ist denn der jetzt? Ach hier. Okay, jetzt haben wir glaube ich getötet. Also, ich habe ihn getötet, denke ich mal, hoffe ich mal. Ich habe die jetzt zurückgekleidet, damit der Demon Hunter alle töten kann. Weil hier etwas wenig Schaden macht, wie es aussieht. Diese Oxo und ich. Da eben jetzt das mitnehmen. Dann mal anstürmen. Dann... Ah, jetzt ist es umgefallen. Hatte Bautz gemacht. Hatte Bautz gemacht. Ach Gott, der hatte Bautz gemacht. Ist auch mal irgendwie lustig. So, hat er Bautz gemacht. Könnte ich mal bei Minecraft nehmen. Ist glaube ich ganz leckisch, würde ich sagen. Sehr quick. Ja, okay. Mach ich auch mal. Schnell auch mal quick. Ich tue das und das verkaufen, auf jeden Fall. Das ist ja der größte Bullshit, den es gibt. Jetzt laufen wir erstmal hier lang. Und dann gehen wir zum Händler. Und dann tun wir mal hier alles verkaufen. Das nicht. Was habe ich jetzt hier von Helm verkauft? Okay, das war ja... Okay. Ja, ist auch nicht so toll. Ja, ich könnte eigentlich das mal weglegen, aber ich lasse es einfach mal hier drinnen. Weil so ist. So, da war früher als wir. Das geht noch nicht. Ah, da hat uns, er hat auch früher TP. Also insgesamt sehr ausgeglichen. Wo muss man da lang? Ich guck gerade, wo wir lang müssen auf dem Minimap. Das sehe ich so schlecht, weil der PC-Bildschirm, der Computerbildschirm, der steht so leicht schräg nach hinten, weil das ja ein All-in-One-Touch-PC ist. Oh, die Gebieterin der Lust. Brrr. Und da ist ja kein Rechner direkt dazu, das ist ja alles in einen. Und dann hat er dann zwei Füße und hinten so einen breiten Ständer. Und irgendwie auch falsch. So einen breiten Ständer. Haha. Was macht denn der jetzt? Die pillert sich auch zurück? Ja. Was auch sonst? Okay, da hat er einen genommen. Wir sind in der Stadt und da tippt es nimmt an, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, was würde ich sagen? Auch eine Montagebeziehung, da hat er zwei Füße, ein Ständer und da stand er hört sich falsch an. Okay. Noch nicht so. Bereit. Jetzt töten wir das andere Sündenherz. Das Herz, das Sünden. Oh ja. Oh ja. Das hier. Mm.
Halt ins Wasser! Wasser! Du Bitch! Bitch! Stirb! Du bist weg, Bam, hier. Komm, stirb, du blödes Vieh. Hä? Bleib doch mal stehen, blödes Vieh. Und da ist sie down. Ach ja, die auf dem 3 ist schon geil irgendwie. Wie ist ja auch nicht. Alter. Eigentlich geil für Mensch oder so. Aber ich glaube, die gehen ja eher so auf Feuer und alles, weil die ja dieses komische Mantra haben. Dann ist das ja viel höher. Also die bräuchten jetzt hier noch Feuerwiderstand oder weiß ich nicht, Giftwiderstand, irgendwas anderes. Nein, ist es ja gleich viel erhöhter. Oh, da will, da kriegt ganz schön Damage. Da ist bestimmt gleich Elite hier vorne beim Eingang. Ja. Das geht noch nicht. Wie soll es auch sonst anders sein? Ja, die Explosion wird mich, glaube ich, ein bisschen mitnehmen. Die Laufschalt macht. Ja. Lass mich doch mal ruhen, du Scheiß. Spektralklinge. Ach nee, Trollklinge fallen. Ich habe jetzt Spektralklinge in Vodex. Ne, Vodex war ja auch was anderes. Wie hieß denn das? Mann, hier fließt in der Infolge schon mal ein. Oder auf, wo ich das gesagt habe. Wie hieß denn das gleich? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, keine Ahnung mehr, wie das hieß. Arkan-Kugel. Nee, Arkan... Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Dieses Arkan-Zeug halt. So viel Items hier. Das geht noch nicht. Und jetzt müssen wir Asmodan töten. Das wird, glaube ich, ganz easy, aber dann habe ich es endlich geschafft und habe das im Kasten sozusagen. Ja, auf jeden Fall nicht verkehrt, dass ihr das mal gesehen habt dann. Weil bei Mage habe ich es schon weggelassen, also nicht weggelassen, aber die Aufnahme hat ja nicht aufgenommen. Kann ich halt sehr schade. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, hätte ich dann irgendwas anderes aufgenommen, zum Beispiel, keine Ahnung, was war der zweite Boss? Was war denn der zweite Boss? Jetzt klemmt's irgendwie, ja? Oh, was war denn der zweite Boss? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, erst war der Batscher. Der Batscher, später jetzt kam Astrodan, dann die Diablo. Was war denn der zweite? Weiß ich jetzt gar nicht. Sorry, schreibt doch mal in die Kommentare, was der zweite Boss war. Das ist mir jetzt etwas peinlich, ich wusste das mal ganz genau alles. Ich habe schon gedacht, ich hab's verkauft. Das wäre jetzt etwas blöd gewesen, aber ich denke, das ist voll überflüssig, was ich hier mache. Der wird so schnell down gehen. Denke ich mal. Und jetzt hauen wir Asmodan um. Ich denke, das wird kein Problem hier. Das ist, oh, guck mal hier. 50% gleich. Jetzt 50%. Ja, das schwarze Ding, das schürt mich am wenigsten. Ja, mich tut das überhaupt nicht. Ich kann jetzt noch nicht stehen bleiben. Passiert ja nichts. Das Dumme ist halt, dass die Damage kriegen alles. Ja, ich halt den Akku, ne? Also war ich noch nicht ganz umsonst für die Gruppe. Und da haben wir es geschafft. Ganz viel Gold und ein paar Gegenstände hier, zwei gelbe. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Und das war's auch schon mit Diablo 3 für heute. Oder für das alte Mikrofon vielleicht. Ich gehe eben mal noch schnell verkaufen. Kann ich mal kurz zeigen. Die Diener der Hölle. Oder mein ich zeig mal kurz meinen Barbar, ne? Also da er jetzt dran bleibt, dann ne, und so, dann ist es halt so. So, jetzt tun wir erstmal, mache ich erstmal hier den hier. Herstellen. Bereits bekannt, okay. Ach, nur beim Schmied. Aha. Ach so, ach jetzt, ich habe jetzt gedacht, das ist hier Juwelierzeug. Und was ist das jetzt? Muss ich mal gucken, was das ist. Würde mich jetzt sehr interessieren. Oder interessiert mich sehr, so rum. Ja, toll. Dämonenjäger-Umhang. Brauche ich auf jeden Fall. Sehr wichtig für Barbar, dass er einen Umhang hat, des Dämonenjägers vor allem.
Mit Geschicklichkeit bla, aber das hier verkaufe ich jetzt trotzdem, bringt glaube ich nichts. Ich vermisse euch so sehr. Ihr habt so guten Einfluss auf mich und seid mein Gewissen. Funktioniert irgendetwas von dem, was ich sagte? Ja, ich war gerade ruhig wegen den Schuft. Das fand ich irgendwie jetzt gerade nice, was er jetzt gelatscht hat. Schuft ist eh so mein Lieblingscharakter. Dings, obwohl ich den ganz selten nehme, also gar nicht. So, jetzt tue ich noch die Diamanten wegschaffen und dann zeige ich euch mal kurz meinen Barbar. So detailliert. Also detaillierter. Machen wir hier so. Zack, 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 zack. So. Also mein Barbar hat 9829 Rüstung, 1171 Vitalität. Wenn ihr es nicht seht, nicht auf HD guckt. 1156 Stärke. 158 Geschicklichkeit, Intelligenz brauche nicht, weil der einfach nur draufhauen muss. Angriff pro Sekunde 1,3, kritische Trefferschance 5,0, habe ich gar nicht gemacht. Kritischen Treffenschaden 50%, Blockwert 3706 bis 4704. Blockchance 2%, vor allem 12% meine ich. Ausweichen 24%, auf jeden Fall nicht so schlecht. Schadensreduktion 76% mit Buff, Widerstände um die 940 rum, denke ich mal, so der Durchschnitt 50 vielleicht sogar. Eher 50. Ja, 50, 950 Widerstand ungefähr. Dornen brauche ich nicht maximal 756.115. Lebensbonus gesamt 36%, Leben pro Sekunde Regeneration 1238 Leben pro Sekunde. Dann geraubtes Leben 2,5%. Und Leben pro Treffer 433 Bonus auf. Gold Kugelsammelradius 5 Meter, maximale Wut 100. Goldfundbonus 90%, Magiefundbonus 106%, Bonuserfahrung 75%. Und das war's auch schon mit der Statistik des Barbaren. So, jetzt machen wir eben noch hier ganz kurz die Waffenkammer-Dingsbums hier. Weil ich ja noch nicht im letzten Akt bei Diablo war, also hier, ne, mit Dingens, hier mit dem Barbar, noch nicht in Inferno Himmel. So, jetzt muss ich mal strecken und gehen. Ah ja, ich möchte fortsetzen. Du kannst es ruhig machen, Oxo. Bin ich dir gar nicht böse. Was haben wir entschieden, uns zu verraten? Vor 20 Jahren zog mich eine entsetzliche Macht nach Tristram. Leons ältester Sohn bezwang diese Macht und versuchte, sie in sich selbst zu binden. Der dunkle Wanderer. Es war Diablo, den ich in seinem Inneren sah. Und ich gelobte, ihm zu dienen. Und nun endlich ist sein großes Ziel zum Greifen nah. Liebe Lea, Deckard hat es immer vermutet. Dein wahrer Vater war Diablo persönlich. Und nun, meine Tochter, wirst du ihm als sein Gefäß dienen. Ich bin mehr, als ich einst war. Die sieben Übel sind nun eins in mir. Ich bin das oberste Übel. Gut gemacht, meine getreue Adria. Geh jetzt, bis ich erneut nach dir verlange. Und nun zu meinem wahren Ziel. Das eine, das ich mir immer entzogen habe. Vollständige Zerstörung. Der hohen Himmel. Ich liebe übrigens diese Videos. Ich finde das so geil. So episch. Jetzt geht's gleich weiter. Achtung. Also wie gesagt, ich liebe diese Videos echt. Die sind so hammermäßig geil gemacht. Ich find's krass. Und jetzt beenden wir diesen Akt. Und gehen mit unserem Barbar. 27 Sekunden in den nächsten zu Diablo persönlich, aber dann mit neuen Mikrofon und besseren Sound, hoffe ich, und vielleicht noch etwas Feintuning.
aber erst kommt das Video. Also bleibt kurz dran, wenn ihr es sehen wollt. Wenn nicht, ich beende dann die Aufnahme nach dem Video. Also sag noch Tschüss und dann beende ich die Aufnahme. Und wenn du jetzt schon gehst, Tschüss und danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal mit dem neuen Mikrofon. Ich freue mich schon. Neuen Verbündeten gewonnen. Muss jetzt ja nicht kommen. Die Diener der Hölle werden jetzt stärker. Nicht. Das ist die Vita-Sequenz? Imperius. Ah, nee, das ist weg, okay. Also, ich beende jetzt die Aufnahme und wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, wie auch immer. Auf jeden Fall, danke, dass ihr zugeguckt habt und. Bis später. Tschüss.